Hi, Tom Eder hier vom Golden Future Blog. Persönliche Effektivität und konservativer Vermögensaufbau für Privatanleger. Heute möchte ich über eine Branche sprechen, in die ich eine beträchtliche Summe meines eigenen Geldes investiert habe. Öl und Gas. Dabei möchte ich beleuchten, ob dieser Wirtschaftszweig mittelfristig noch eine Zukunft hat, ob es sich lohnt, darin zu investieren und ob es moralisch vertretbar ist, dies zu tun. Beginnen wir mit der zukünftigen Perspektive von Öl und Gas. Seit Beginn der Industrialisierung sind wir gesellschaftlich abhängig von den fossilen Brennstoffen Kohle, Öl und Gas. Und genau wie bei einem Drogensüchtigen wird diese Sucht von Jahr zu Jahr größer. Laut einem Bericht der International Energy Agency belief sich die globale Nachfrage nach Öl im Jahr 1971 auf 2.379 Millionen Tonnen pro Jahr. Bis zum Jahr 2000 stieg der Bedarf auf 3.598 Millionen Tonnen. Etwa um diese Zeit begannen die Medien auf das Thema globale Erwärmung aufmerksam zu machen und jedes Jahr wurden enorme Anstrengungen von Aktivisten, Politik und der Gesellschaft im Allgemeinen unternommen, um den Verbrauch von fossilen Ressourcen zu senken. Mit begrenztem Erfolg, denn 2019 lag der Verbrauch bei 4.474 Millionen Tonnen. Bei Gas lässt sich eine sehr ähnliche Tendenz feststellen, da sich der globale Verbrauch seit 1990 verdoppelt hat. Treibende Kraft sind hier nicht mehr die Industrieländer, sondern Asien, Afrika, Südamerika und der Mittlere Osten. Würde man die Bürger in Ländern wie Kenia, Indien oder Vietnam wählen lassen, ob sie lieber eine wachsende Wirtschaft und damit rapide steigenden gesellschaftlichen Wohlstand haben möchten, oder die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen wollen, was würde dabei vermutlich herauskommen? Selbstverständlich ist es auch möglich, eine Industrie ohne fossile Brennstoffe aufzubauen. Aber in aller Regel ist dies mit größerem Aufwand verbunden und bringt einige Nachteile mit sich. Wenn Sie beispielsweise in Afrika einen Industriepark komplett mit Solarenergie versorgen wollen, was sich bei der Solareinstrahlung dort ja sehr anbieten würde, was machen Sie dann nachts oder an den wenigen Tagen, an denen keine Sonne scheint? Entweder Sie bauen riesige Stromspeicher direkt neben die Fabrik, die Sie ein Vermögen kosten, oder Sie brauchen andere Energiequellen, die sehr schnell hochgefahren werden können und immer zur Verfügung stehen. In aller Regel wäre das Erdgas. Der afrikanische Industrielle wird aller Wahrscheinlichkeit nach zuerst die Erdgasanlage bauen, die er sowieso braucht, und dann vielleicht später den Solarpark, um seine jährlichen Gasverbrauchskosten zu senken. In den meisten Studien, die ich bisher gelesen habe, geht man davon aus, dass bis 2050 der weltweite Ölverbrauch deutlich sinken wird, hauptsächlich durch Elektro- und Wasserstoffantriebe bei Fahrzeugen aller Art. Für die Branche kommt erschwerend hinzu, dass die Umweltauflagen für neue Ölförderungen weltweit immer schärfer werden und die leichter erschließbaren Ölfelder irgendwann erschöpft sind. Man kann deshalb erwarten, dass die Förderkosten deutlich steigen werden. Mit steigenden Förderkosten und sinkender Nachfrage zeichnet sich für die Ölindustrie kein schönes Bild ab. Länder wie Saudi-Arabien arbeiten daher schon fieberhaft daran, ihren Ölreichtum heute so zu investieren, dass sie auch 2050 noch eine Zukunft haben. Für Gas sieht die erwartete Entwicklung deutlich besser aus. Hier wird sogar davon ausgegangen, dass die globale Nachfrage noch bis ca. 2045 steigen wird, bevor sie leicht zu sinken beginnt. Grund dafür ist, dass die Gewinnung von erneuerbaren Energien starken zeitlichen Schwankungen unterliegt. Heute mag die Sonne scheinen und es ist windig, sodass wir einen Stromüberschuss produzieren. Morgen aber kann es wieder bewölkt und windstill werden und die Betreiber können ihre Anlagen nicht richtig einsetzen. Das Problem ist, dass die Kosten für sehr große Stromspeicher immer noch sehr hoch sind. Wenn nun die globale Nachfrage nach Strom auch noch durch Elektroautos rapide steigt, dann liegt es auf der Hand, dass man Erdgas noch eine ganze Weile lang brauchen wird, um die Spitzenlasten aufzufangen. Selbstverständlich kann niemand die Zukunft exakt vorhersehen. Aber wenn in den kommenden Jahren nicht jemand wie Elon Musk eine Technologie breit verfügbar macht, die Stromspeicher extrem verbilligt oder den Fusionsreaktor Jahrzehnte früher entwickelt als vorhergesehen, dann stehen die Aussichten für Erdgas sehr gut. Kommen wir nun dazu, ob es sich heute lohnt, in Öl und Gas zu investieren. Sie können das auf zwei Arten machen.
Als passiver Investor kaufen Sie einen ETF wie den Vanguard Energy ETF, wodurch Sie auf einen Schlag in 117 Firmen investiert sind, von denen die meisten im Öl- und Gassektor agieren und aktuell 6,4% Dividenden ausbezahlt bekommen. Als aggressiver Investor sehen Sie sich einfach die Portfoliostruktur dieses ETFs an. Nehmen Sie sich die Zeit, sich diese Firmen genau anzusehen, die Geschäftsberichte zu lesen und sich eine Handvoll davon für Ihre direkte Aktieninvestments herauszusuchen. Auch der Blick nach Russland und China könnte sich lohnen, denn der weltweit größte Gasproduzent Gazprom befindet sich zur Hälfte in russischem Staatsbesitz und die weltgrößte Ölfirma Sinopec finden Sie in Beijing. Bei russischen Firmen werden Sie feststellen, dass Sie hier seit Jahren extrem profitable Firmen zu Schleuderpreisen kaufen können, was hauptsächlich an den westlichen Sanktionen gegen Russland liegt. Sollten diese Sanktionen eines Tages gelockert werden, etwa durch einen politischen Machtwechsel in Russland, so würde dies die Aktienkurse dort rapide nach oben treiben. Zuletzt noch die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, in eine Industrie zu investieren, die im direkten Zusammenhang mit der globalen Erwärmung und direkter Umweltzerstörung in gigantischem Ausmaß steht. Diese Frage müssen Sie sich letztendlich selbst beantworten. Aber hier ein paar Hilfestellungen. Variante 1. Sie haben überhaupt kein moralisches Problem damit. Der Durchschnittsbürger fährt täglich mit seinem SUV alleine in die Arbeit, isst dort Rindfleisch zu Mittag und wenn es in Urlaub geht, dann entweder mit dem Flugzeug oder mit dem Kreuzfahrtschiff. Wenn dies unsere Gesellschaft ist, dann kann es doch auch nicht so schlimm sein, davon zu profitieren, oder? Variante 2. Sie haben leichte moralische Bedenken, aber zu wenig, um über 6% durch Gewinne gedeckte Dividenden widerstehen zu können. Immerhin haben Sie kein Auto, sind Vegetarier und verreisen meist mit dem Zug. Das muss an persönlichem Beitrag fürs Klima reichen. Und außerdem können Sie von den Dividenden Ihrer Aktien immer noch einen Teil in wohltätige Zwecke oder Umweltschutz investieren. Variante 3. Sie können es beim besten Willen nicht mit Ihrem Gewissen vereinbaren, in so etwas zu investieren und bleiben lieber bei nachhaltigen ETFs. Es bringt Ihnen nichts, ein profitables Portfolio zu haben, mit dem Sie sich moralisch nicht wohlfühlen. Wenn Ihr erster Instinkt die zuletzt genannte Variante 3 ist, dann fangen Sie gar nicht erst an, sich selbst von Variante 2 mit allerlei Kompensationsmaßnahmen überzeugen zu wollen. Handeln Sie so, wie Sie es für richtig halten. Und wenn dies Variante 1 bedeutet, dann werde ich Sie dafür nicht verurteilen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf YouTube unten rechts auf den roten Abonnieren-Button oder abonnieren Sie den Golden Future Blog auf Facebook. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.